Es ist so krass, dass mit diesem Gang wir einfach jetzt überall rauskommen, ne? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, Folge 22. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, wir sind zur Talsperre mal wieder gereist mit dem Pickup hier. Haben letztes Mal etwas geschafft, was ich nie dem Kleinen hier zugemutet hätte. Es war beeindruckend. Haben lange für gebraucht, aber wir sind durch ein komplettes Wassergebiet gegangen. Okay, da ist die Tankstelle, die ist ganz schön weit oben, ne? War auf jeden Fall mit einer ganz schönen Steigung rechnen. Heißt ja auch irgendwie Talsperre, na klar. Hier in der Mitte ist das Tal. Ah, okay. Wollen wir einfach der Straße weiter folgen. Dem Straßenverlauf bitte weiter folgen. Da, da steht ja auch Tankstelle. Ach guck mal, das ist ja schon, das war ja gar nicht so weit. War gar nicht so weit oben, ey. So. Gucken wir mal. Ob wir jetzt irgendwie an den Punkt wieder rankommen. Upgrades und Laster wollen wir finden. Das ist das Ziel hier. Deswegen sind wir hier. Das machen wir so lange, bis wir mit dem hier nicht weiterkommen. Oh Gott. 28 Damage. Ich lache, Alter. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Okay. Ja, wir fahren vielleicht hier runter. Boah, das ist so hohe Federung viel wert, ey. Ist ja nicht mehr normal. Aber diese Straße hier, das ist ja... Wir machen das extra langsam mit dem Lastengang. Machen wir normal. Aber das ist ja... Ab! Okay. Das wird hier nichts. Hier ist ja nur Wasser. Jo. Alter, da macht Decken immer so viel weg, ne? Ich muss vielleicht erstmal weiterfahren und den Punkt hier anvisieren. Wir schalten mal auf Allrad um. Aber hier sieht es wirklich nicht gut aus. Also. Schauen wir mal, geht's da rüber? Nicht so aus. Als ob wir da zuverlässig rüberkommen. Müssen wir halt die Karte eben so aufdecken jetzt hier. Wir wissen, ob es hier Trucks gibt. Oder zumindest die Upgrades versuchen wir dann irgendwie zu holen. Ach guck mal. Was haben wir denn da? Das ist etwa ein Upgrade. Das ist das, was ich sehen will, Mensch. So, eine Differentialsperre für den aktuellen Truck. Auch nicht schlecht. Dieses Sperrdifferenzial verfügt gegenüber einem offenen Differential über einen beachtlichen Traktionsvorteil und erleichtert damit das Fahren in unwegsamem Gelände. Boah, geil. Für den hier. Schön. Jeden Fall. Oh, da ganz hinten ist das. Weiß nicht so recht, das hier so gewollt ist. Ja, doch, das ist auf jeden Fall dafür gewollt, dass man hier rüberfahren kann, ne?
Eiskalt, ja. Aber es führt uns genau dahin, wo wir hin müssen, ne? Hier hin. Machen wir. Guck mal, das ist ja hier gut befahrbar sogar. Also da haben wir ja nicht mal Grund, hier Angst zu haben. Man kann ja hier gut fahren. Dann könnten wir den ja sogar noch erreichen hier. Oh, jetzt ist hier halt die Frage. Ah, sicher hier. Die Frage. Die nächste Straße ist ja erst dort. Okay. Wir kommen wieder zur Straße, wenn wir jetzt einfach hier lang fahren. Oh, hier wird das Wasser auch schon weniger. Ja, super. Okay, das ist eine miese Straße. Auf jeden Fall einen anderen Weg zum Po. Ne? Das heißt, wir folgen jetzt erstmal die Straße. Soweit wir sie verfolgen können mit unserem aktuellen Sichtfeld. Es gibt sicherlich einen ganz guten Weg. Ei, auch schön. Es ist so krass, dass mit diesem Gang wir einfach jetzt überall rauskommen, ne? Wahnsinn. Der Gang hat es echt gebracht hier, ne? Auch wenn der Spritverbrauch höher ist, es bringt es einfach so. So krass, Alter. Dass wir halt nicht mal mehr die Winde dafür brauchen. Aber diese Strecken sind definitiv nicht besser. Also ohne neuen Schwack. Ne. Ne? Also. So. Ne. Keine Einbiegung. Auch wenn es vielleicht so aussieht. Nicht für uns. Ist auch eine Arbeit. Alleine diese ganzen Punkte einzusammeln, dauert ja auch schon seine Zeit. Sagen wir es mal so. Aber ich finde das auch ganz lustig. Es gehört ja auch in irgendeiner Weise zur Mission des Spiels, diese Teile freizuschalten. Ei, nee. Alter, ist das eine Strecke. Okay, hier ist das, was wir brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob die Strecke überhaupt in irgendeiner Weise geil ist. Was eigentlich überhaupt nichts bringt. Aber ich glaube, wir müssen auch diese Straße nehmen, um den Punkt da oben zu erreichen. Das wird ja mit dem Sprit auch nie was, ne? Also. Jetzt mal den hohen Lastgang. Fahren mal so ein bisschen das Wasser. Ein bisschen Geduld. Fahren wir weiter. Okay. Jetzt schon fast die Hälfte des Sprits, ne? Das ist halt das von der Tankstelle. Okay, nur der Anfang ist aber so scheiße. Hier geht's. Auch wenn das alles andere als schön zu fahren ist, bin ich so mal ganz ehrlich. Ich sehe uns jetzt schon umkippen, ne? Also ich sehe uns jetzt schon umkippen. Das ist nicht in Ordnung. Ah, schade, ey. So ein Scout, er verbraucht dann einfach zu viel. Ich komme halt gar nicht mal dazu, irgendwo richtig krass hinzukommen. Okay, 11 Liter zum Teil beim Anfahren, ne? Das ist für einen Truck schon, für so einen kleinen Pickup, richtig, richtig viel. Ah,
Andererseits schafft er es auch bei sowas hier anzufahren. Das ist halt auch schon ziemlich krass, das muss man schon mal so sagen. Komm, lass uns bitte noch wenigstens diesen einen Turm erreichen. Und vielleicht der zweite. Das wäre noch richtig geil, wenn wir noch den zweiten erreichen. Dann können wir uns nämlich auch zurücksetzen und dann eine andere Route fahren. Das wäre überhaupt kein Thema. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal den Weg schaffen, ohne umzufallen. Okay, der Weg ist noch gar nicht mal so wenig. So anstrengend, wenn es auch so dunkel ist. Das stört mich so ein bisschen. Es ist zu lange dunkel. Die Nacht hätte man ruhig ein bisschen kürzer machen können bei dem Spiel. Ach, komm. Yeah. Ist auch eng. Also mit dem Truck hast du ja auch echt keine Chance, ne? Ha! Dieser Weg hier wieder zur Garage führt. Digga, wie weit ist denn das? Okay. Gucken wir mal. Das ist der letzte Punkt, ne? Da gibt es aber gar keine Straße hin. Aha, naja, gut dann. Beam. Ah. Schaffen wir mit dem Benzin noch. Ah, hier ist ja sowas ähnliches wie ein Weg. Naja, nennen wir ihn mal lieber nicht so. Aber hier ist er. Sehr schön. Ah. Ich doch gerne. Oh ja. Und tatsächlich, wir würden noch probieren, diesen Standort hier zu erreichen. Schauen wir mal. Wie viel noch geht, je nachdem, wie viel Benzin wir dann noch haben, können wir auch mal. Naja, das wird nichts. Wir werden es auf jeden Fall dann auch zurücksetzen, ne? Aber ja, 25 Liter, da fühlt man sich jetzt auch wirklich alles andere als sicher zu fahren. Ah, du Dämliches. So, hahaha, ja. Ja, wäre cool, das Upgrade vielleicht noch zu erreichen. Das erspart uns einen doppelten Weg. Nicht querstellen. Aber für viel mehr wird es, glaube ich, nicht reichen. Das könnten wir noch erreichen, das Upgrade. Ja, die Challenge. Ohne Allrad jetzt hier fahren, um Sprit zu sparen. Ah, hier führt es zum Tunnel tatsächlich auch. Da geht es dann nochmal weiter in die dritte Region. Mal so ungefähr 3 Liter. Wie ist es jetzt?
Also auch so 3 Liter. 3 Liter ist erstmal okay schon. Niedriger kommen wir mit dem Motor und jetzt dem Getriebe natürlich leider nicht. Okay, da oben ist das Upgrade schon. Ah, tatsächlich. Ja, wenn das so ist, dann schaffen wir es vielleicht. Komm, dann will ich jetzt aber auch noch zu dem Turm kommen. Wir haben noch 20 Liter. Was lieber so, verbrauchen 1 Liter und dann hier, so. Eine Differentialsperre wieder. Schade. Eine Differentialsperre für den GMC. Auch okay. Dann ist der sogar jetzt auch nicht schlecht, glaube ich. Wobei, der hat auch kein Allrad, ne? Wobei, wir das nicht auch schon mal gefunden? Weiß ich nicht. Irgendwann denke ich aber eher weniger brauchen, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, wir müssen jetzt einfach wieder zurück zur Straße und dann den Weg weiter. Es gibt sogar auch einen Wohngang. Noch gar nicht auf jeden Fall. So, die Challenge. Schaffen wir es jetzt noch irgendwie, diesen Weg zu fahren? Nein, das wird auf keinen Fall was. Alter, wir sind jetzt bei 16 Litern. Der Verbrauch ist extrem hoch. War ja quasi wirklich runterzählen. Schade, ich glaube, dass hier würden wir. Wir fahren jetzt so lange, wie es geht. Kann ja sein, dass wir mit den letzten Litern rankommen. Uff, das ist schon noch eine Ansage. Also, es sind halt ungefähr 200, 300 Meter, ne? Man denkt so, 300 Meter, 14 Liter. Ha! Ja, schafft er aber nicht. Halt jetzt jeder Liter wichtig. Unterbereich, 12 Liter. Das sind noch 2 Punkte, Alter. Komm. Das könnten wir noch schaffen. Wäre noch so geil, dann hätten wir wirklich was geschafft. Ich würde mich doch so freuen. Hier, komm. Mach jetzt mal den Ehrenmove. Weil da ist der Turm. Ja, es reicht noch, komm. 11 Liter sind noch übrig. Können es schaffen. Komm, hau raus, Alter. Speed hoch. Aus. Wir haben es echt noch geschafft, Freunde. Sogar noch mehr Liter übrig, als ich dachte. Ich dachte, wir kommen so mit 4 bis 3 Litern da an. Aber es sind immer noch 9 Liter. Jawohl! Du bist aufgestiegen, auch noch. Das ist ja... Oh, wir haben jetzt auch noch ein bisschen was zum Verkauf. So. Da ist ein Truck. Transtar. Oh yeah. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus, Freunde. Sehr schön. Der Truck, glaube ich.
Hier ist noch ein Service-Anhänger. Ansonsten haben wir hier noch das Portal nach einem Lake. Ansonsten. Wäre sogar schon fertig der Anhänger. Uns wahrscheinlich. So, die eine Hälfte der Map ist aufgeklärt, Freunde. Hier ist auch noch ein Auto tatsächlich. Chevrolet CK1500. Ah, noch einer davon. Sehr cool. Das ist noch ein Upgrade. Und hier ist ein Damm. Auch nicht schlecht. Mit dieser Straße kommen wir hier lang. Nee, da kommen wir nicht vorbei. Wir könnten nicht das darüber lösen. Hier noch ein Upgrade einsammeln. Und da auch noch das Upgrade. Und dann der Truck. Das, Freunde, sind dann die Pläne für die nächste Folge. Wir gehen erstmal zurück in die Basis. Es war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Das freut mich noch sehr. Was hatten wir jetzt für diesen Truck bekommen? Eine Differentialsperre. Richtig. Achso, eine Differentialsperre. Richtig. Das haben wir jetzt auch noch. Wird ja immer besser, ey. Ich freue mich gerade. So. Damit können wir dann auch wunderbar getrost in den Feierabend gehen für heute, Freunde. Das war es auch für mich mit der heutigen Aufnahmesession. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und die Upgrades holen den neuen Truck. Dass wir dann vielleicht auch schon auf dieser Map ein paar Missionchen machen können. Und je nachdem, wie der Truck dann sich hier beweist, können wir mit dem dann wieder zurückkommen und dann weitermachen. Versteht ihr, was ich meine? Wird geil. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.